Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken. Nicht nur, weil du gut bist, sondern auch, weil du Gott bist. Die Tatsache, dass wir heute hier stehen dürfen, von dir hören dürfen, ist ein Beweis, dass deine Liebe kein Ende hat. Nun, hilfe uns, Papa, dass wir aus deinem Wort Leben bekommen. Lass Ermutigung zu mir kommen und auch zu meinen Geschwistern kommen, damit wir nicht nur deine Kinder so bleiben, sondern dass wir ein Segen werden für unsere Gesellschaft. Danke nochmal. Lass dein Wort zu uns kommen mit Kraft und mit Leben. Im Namen Jesus. Amen. Ich grüße dich herzlich für diese wunderbare Zeit, die wir miteinander verbringen werden im Wort des Herrn. Ich bin sicher, dass ich das schon mal gesagt habe, dass es nichts gibt, was schöner ist, als das Wort Gottes zu haben. Wenn du das Wort Gottes in deinem Leben hast, hast du alles. Warum? Weil Gott durch sein Wort Dinge ins Leben bringt. Und ich bin 100% sicher, dass es Dinge gibt, die Gott ins Leben bringen will, für mich und auch für dich heute. So, lass es dein Gebet sein. Gott, rede zu mir. Gott, lass mich deine Stimme hören. Gott, bewirke in mir das, was kein Mensch bewirken kann. Gott, lass es zustande kommen, das, was du vorgenommen hast mit mir in dieser Welt. Halleluja. Wir wollen heute eine sehr, sehr bekannte Bibelstelle betrachten. Und es ist das Gebet, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Und ich bin mir 100% sicher, dass dieses Gebet in vielen, vielen, vielen Gemeinden in der Welt gesprochen wird, mindestens jeden Sonntag. Und das finden wir in Lukas Evangelium, Kapitel 11, Vers 1 bis 4. Wir nennen das der Vater unser Gebet. Es besteht ja in Lukas Evangelium, Kapitel 11, ab Vers 1, wir lesen bis 4. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Dies ist eine Aussage oder eine Anfrage oder eine Bitte von Jesus Jünger, die Petrus, die Johannes, die Philippus, die Stephanus. Das sind Leute, die Jesus mehrmals beobachtet haben und sie sind zu Jesus mit einem Anliegen gekommen oder einer: Lehre uns beten. Warum? Johannes hat auch seine Jungs beten beigebracht. Durch diese Frage können wir etwas lernen, dass man beten lernen kann. Man kann lernen, wie man betet. Verstehst du mich? Die Gemeinde, zu der du gehörst, wird entscheiden, wie du betest. Die Gebetsgemeinschaft, zu der du gehörst, wird entscheiden, wie du betest. Die Gesellschaft, in der du dich befindest, wird beeinflussen, wie du betest. Und wenn jemand etwas lernen kann, das heißt, manche tun es gut und manche tun es falsch. So, lass es dein Gebet auch sein. Gott, lehre mich beten.
Gott sei Dank, dass wir Männer und Frauen Gottes haben, dass wir Brüder und Schwestern haben, die auch in diesem Gebiet Erfahrungen gesammelt haben mit dem Herrn. Und wir dürfen gerne zu denen gehen oder von denen hören. Oder in so einer Gemeinde gehen, um zu lernen, damit wir das für uns anwenden. Bestimmt werden wir durch diese Gebete feststellen, warum wollen diese Jungs beten lernen. Nicht damit sie sich zeigen und stolz sein auf der Straße, dass sie die beste Beter sind. Nein, es gibt Gründe, warum wir beten sollen. Und wenn wir beten sollen, dann ist es gut, dass wir das gut tun sollen. Das ist eine gute Frage oder das ist eine gute Einstellung. Was auch immer wir tun, dass wir das gut tun. Ich hoffe, du bist noch mit mir. So, die Bibel sagt, es begab sich, dass er an einem Ort war oder im Gebet war. Es gibt Gebete, die du nicht überall beten kannst. Amen. Es gibt Gebete. Gebet hat immer mit einem Ort zu tun. Es gibt Gebete. Du brauchst dafür einen Ort. In einem von den Evangelien hat Jesus gesagt, wenn ihr betet wollt, geht in euer Kammerlein. Geht in eurem Schlafzimmer und betet. Warum? Da ist ein Ort, wo ihr nicht gestört werden könnt. So, Jesus hat einen Ort, zu dem er immer gegangen ist, zu beten. Und er hat nicht nur gebetet, die Bibel sagt, er war im Gebet. Ich will, dass du das merkst. Es gibt Gebete und es gibt Gebete. Er hat nicht nur gebetet, er war im Gebet. So, es gibt einen Ort. Hast du einen Ort, wo du Zeit mit dem Herrn verbringst? Aber ich bete doch auf mein Fahrrad. Das geht auch. Das ist auch gut. Aber es gibt Gebete, die du nicht auf dem Fahrrad beten kannst. Du brauchst einen Ort, wo du nicht gestört werden kannst. Ich danke Gott für die Gebetshäuser, die in verschiedenen Ecken entstehen. Und ich denke, Gemeinden sollen auch Gebetsräume zur Verfügung stellen. Ich danke Gott für die Möglichkeit, die wir hier in diesem Raum haben, in dem ich immer kommen kann zu beten, ohne dass ich jemanden störe oder man stört mich. So, es muss einen Ort finden. Und ein guter Ort zu beten ist in der Gemeinde. Das ist sehr gut. Wo ich herkomme in Nigeria, in meiner Zeit damals, als ich noch Student war, unser Gemeindesaal war fast 24 Stunden immer offen. Vielleicht bis um 0 Uhr, vielleicht. Ich konnte immer gehen, wenn ich Pause oder Freizeit in der Uni habe. Ich konnte reingehen und Zeit verbringen mit dem Herrn. Es hat mir richtig geholfen. Und Gemeinden sollen auch sowas anbieten. Aber du hast auch dein Schlafzimmer. Du hast auch dein Arbeitszimmer. Finde einen Ort, wo du betest. Man hat mir von einer wunderbaren Frau erzählt, die alleinerziehende war mit 4 Kindern. Und diese Frau wohnte in einem Raum mit 4 Kindern. Da war lange Zeit hier. Sie war sehr, sehr arm. Aber diese Frau, obwohl sie nur in einem Zimmer wohnte mit ihren 4 Kindern, sie hat immer noch einen Ort gefunden, wo sie beten konnte, und gestört zu bleiben. Die Geschichte erzählt uns, wenn diese Frau beten will, sie geht an die Ecke in dem Raum und hat Decke über sich gebracht und stellt sie unter dem Decke und betet. Und die Kinder wussten, wann auch immer Mama sich zudeckt, in der Ecke, niemand darf zu ihr gehen, niemand darf sie stören. Halleluja. Warum? Sie hat einen Ort gefunden. Und eine andere Sache ist, die Bibel sagt, als Jesus fertig war mit Gebet. Weißt du, wenn du mit Beten fertig bist, wenn jemand da ist, man wird wissen, dass du fertig bist. Du kannst nicht heimlich beten. So bestimmt, man hat gewusst, dass er gebetet hat,
Man hat irgendwas bestimmt gehört oder was gesehen. Aber die Jünger haben erkannt, Meister ist mit Beten fertig. Dann sind sie zu ihm gekommen und sagten, Meister, bringe uns Beten bei. Genau wie Johannes seinen Jungs beigebracht hat, wie man betet. Ich hoffe, du merkst etwas. Und das, wie wir diese Bibelstelle betrachten, soll dir auch helfen, wenn du die Bibel liest, aus jedem Wort etwas rauszuholen. Verstehst du mich? Wir haben jetzt vielleicht 10 Minuten gesprochen, nur über Vers 1. Wir sehen einen Ort. Wir sehen, dass er aufhörte. Wir sehen, dass er im Gebet war. Und wir sehen, dass die Jünger zu ihm gekommen sind. Und wir sehen, dass die Jünger durch ihre Anfrage uns wissen lassen, dass man beten lernen kann. Lass uns nun die Antwort Jesu sehen. Wir wissen alle, Jesus hat sie nicht weggeschmissen. Jesus hat sie nicht geschimpft. Jesus hat nicht gesagt, man lernt doch beten, indem man betet. Das habe ich oft gehört. Man lernt beten, indem man betet. Okay, warum lernt man nicht fahren, indem man fährt? Warum gehen wir zur Fahrschule, um fahren zu lernen? Viele Leute haben ihr Leben kaputt gemacht, indem sie falsch gebetet haben. Warum lernt der Pilot nicht fliegen? Nur einfach durch Fliegen, ohne Pilotschule zu besuchen. Warum, wenn es um geistliche Dinge geht, dann sagen wir, naja, das muss man nicht lernen. Bitte, was auch immer du tust im Glauben, du darfst dich dabei verbessern. Du darfst dich da drin verbessern. Eines Tages, ich sprach mit einer Schwester, ich weiß, das ist ein anderes Thema, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, und wir haben über Musik gesprochen und ich habe meinen Wunsch geäußert und meinen Glauben geäußert, dass wir in den Gemeinden Gottes auch wunderbare Musik machen sollen. Dass wir auch in der Gemeinde Gottes, dass wir investieren sollen, dass die Musik, die wir machen, auch gut aussieht. Ja, ich glaube, die wunderbaren Geschwister, die Lobpreis leiten in allen Gemeinden, sie lieben Gott und sie dienen Gott mit ihrem Herzen. Die Bibel lässt uns aber wissen, was auch immer du zu tun findest, tue es mit aller deiner Macht. Das bedeutet aber auch, investiere alles dabei, wunderbar zu sein in dieser Arbeit. So, das habe ich geäußert. Und die Schwester sagt mir, man braucht nicht alle diese Technik. Nein, das ist wichtig, man singt mit dem Geist. Ja, aber Gott verdient das Beste. Ein Mann Gottes, Kenneth Copeland, hat eine Musikaufnahme gemacht im Studio. Und sie hat ein paar Musiker geholt, ihm zu helfen. Und wenn du mal Musikaufnahme schon mal mitgemacht hast, man wird mehrmals probieren, bis man den Takt oder das genau rausholt, was man sich gewünscht hat. So, sie haben bis 5 oder 6 Mal dieses Lied gemacht und Kenneth Copeland war noch nicht zufrieden, wie das klingt. Und dieser Bassgitarrist sagte, das reicht doch, es ist einfach nur Gospellied. Dann war Kenneth Copeland sauer. Es ist für Gott, es ist für Gott, es soll das Beste sein, es ist für Gott. So, was ich habe den Eindruck, ich soll das sagen. Bitte, wenn du was für Gott tust, bist du in der technischen Abteilung, versuche dich auszubilden, dich zu verbessern. Egal, was du für Gott tust, lerne dich zu verbessern. Man kann Dinge lernen. Nun, technisch ohne den Geist Gottes ist Katastrophe. Das wissen wir alle. Der Geist Gottes heißt aber auch nicht, kein Technisch. Man darf Technisch haben. Und Gott wird das benutzen zu seiner Ehre. Ansonsten können wir Mikrofon wegschmeißen und Kamera wegschmeißen. So, Vers 2, Jesus sagt, da sprach Jesus zu ihnen. Ich will dir etwas sagen. Wenn du zu Gott kommst und mit einer Anliege,
mit einer Bitte, wenn du zu Gott kommst, mit deinem Herzensanliegen, ich will dir eine Garantie geben, Gott wird sprechen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, werde ich niemals ausstoßen. Jesus sagt, Gott sagt wieder in Jeremia, komme zu mir her, sorry Matthäus, alle die mühselig und beladen sind, ich werde euch erquicken. So, wenn du zu Gott kommst, durch Vers 2 erkennen wir, dass Gott reagiert. Durch Sprechen oder durch Tun. So, sie kamen zu Jesus, als er mit Gebet fertig war. Und sie haben ihn gefragt, lehre uns bitte beten. Und Jesus sprach, wenn ihr betet, so sprecht. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünde, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. So, Jesus hat diesen Jungen etwas gegeben. Er sagte, wenn ihr betet, so spreche. Du weißt, wir als Leute, die Bibel lesen, wir nehmen jedes Wort ernst. Und wir stellen uns Fragen, warum hat er diesen Wort oder dieses Wort benutzt? So, Jesus hat uns etwas über das Beten beigebracht. Und er sagt, wenn ihr betet, so sprecht. Das heißt, Beten hat mit Sprechen zu tun. Solange du nicht stumm bist. Beten hat mit Sprechen zu tun. Und ich sage das mit allem Demut oder mit Respekt. Ich finde es schade, dass viele Geschwister heute in unserer Nation, die sagen, dass sie beten, auch in der Gemeinde, sie machen ihren Mund zu. Was für ein Gebet ist das, wenn du nicht sprichst? Dadurch habe ich erkannt, dass Jesus auch beim Beten gesprochen hat. Ansonsten hätte seine Jünger nicht gewusst, dass er mit Beten fertig war. Verstehst du mich? So, wenn du betest, spreche. Was heißt sprechen? Sprechen heißt sprechen. Und wenn du sprichst, du hörst dich. Das ist hundertprozentig. Das heißt, wenn du betest, du sollst lernen, laut zu beten, dass du dich hörst. Oh, Zeit wird mir nicht erlauben. Noch mehr darüber. Ich denke, auf unserem YouTube-Konto, ja, irgendwo habe ich ein Predigt, warum soll ich laut beten? Suche das. Suche, warum soll ich laut beten? Ich denke, ich habe ein paar Minuten einige Sachen darüber gesagt und ich habe viele, viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die Gott loben dafür, dass sie dadurch angefangen haben, auch laut zu beten. Und er sagt, wenn ihr betet, so sprecht. So sprecht. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich will etwas über so sprechen sagen. Er hat nicht gesagt, wenn ihr betet, das soll ihr sprechen. Er hat gesagt, so soll ihr sprechen. Verstehst du den Unterschied? Nicht das sollt ihr sprechen, sondern so sollt ihr sprechen. Das ist eine bestimmte Sache. Das heißt, diese bestimmten Worte sollt ihr sagen. Wenn er das gesagt hätte, aber da er so gesagt hätte, das heißt wie. So, diese Art und Weise sollte er nehmen. Verstehst du mich? Der Grund, warum ich das sage, ich bin wunderbaren Menschen begegnet. Wenn du sagst, lass uns beten, das ist das Einzige, was sie beten können. Vater unser im Himmel, geheiligt wird dein Name. Du stehst vor Schwierigkeiten. Du stehst vor großes Problem.
Und das einzige Gebet, das du beten kannst, ist: Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, deine Wille geschehe. Und du fragst, ja, das ist mein Gebet. Ich sprach mal einen Mann, kannst du mal bitte für mich beten? Es gab, ich weiß gar nicht, wo wir waren, aber er soll für mich beten. Und er hat das ausgesprochen. Und er meinte es ernst in seinem Herzen. So, es gibt einen Fehler, den wir manchmal machen. Wir denken, dass wir das beten müssen. Aber wir sollen so beten. Ich kann mich noch erinnern, die allererste Zeit, in der ich Hochzeit leiten durfte, unsere alle Hochzeit bei uns in der Gemeinde, Hochzeitfeier. Und das heißt, wir haben das, die Ablauf selber gemacht. Und es war schön, Gott nimmt die Ehre, ich habe gepredigt. Ich weiß nicht, ob ich geschwitzt habe. Die Leute sind getraut worden, jeder freut sich. Und dann kam diese wunderbare Mama zu mir, eine Oma. Und sie sagte mir: Du hast nicht Vater unser gebetet. Und ich habe gar nicht daran gedacht, dass man Vater unser beten soll. Aber sie ist daran gewohnt, dass bei nach dem Gebet in jedem Gottesdienst wird Vater unser gebetet. Und sie war sauer auf mich. Für sie, die ganze Veranstaltung war ungeistlich, weil wir Vater unser nicht gebetet haben. Ich will, dass du was verstehst. Die Bibel lehrt uns hier, wie wir Gott begegnen im Gebet. Und wenn wir Gott im Gebet begegnen, was die Aussage Jesus hier in Vers 2 lässt uns wissen: Gebet ist nicht ursprünglich, um von Gott zu empfangen, weil viele von uns beten nur, wenn wir was brauchen. Viele von uns beten nur, wenn wir was brauchen. Und Gebet ist nicht nur, wenn wir was brauchen. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. So, darum braucht man einen Ort, wo man mit Bewusstsein eine Zeit mit Gott verbringt. Das ist Gebet. So, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Durch das Wort unser Vater im Himmel hat Jesus etwas klar gemacht. Er ist mein Vater. Er ist auch euer Vater. So, wir haben nicht verschiedene Vater. Derselbe Vater, den Jesus hat, ist derselbe Person, der unser Vater ist, der mein Papa ist, der dein Vater ist. Und die Bibel sagt, dass Gott Jesus bis Ende geliebt hat. Darf ich dir das sagen? Das in Johannes Evangelium. Wir lesen das in Kapitel 17, dass Gott uns auch genauso liebt, wie er Jesus geliebt hat. Warum? Er ist unser Papa. Das muss bei dir reinkommen, weil manchmal können wir es nicht begreifen, dass Gott sich so für uns einsetzen wird, genauso wie er sich für Jesus eingesetzt hat. Ja, er liebt mich, er liebt dich, genauso wie er Jesus geliebt hat. Darum hat er ihn nicht allein gelassen in der Grube. Er hat ihn rausgeholt, er hat ihn auferweckt und hat ihn zu seiner Rechte gesetzt in der Herrlichkeit. Und er wird dich nicht allein lassen, egal wo du hineingefallen bist. Er wird dich nicht im Stich lassen, egal was du jetzt erfahren. Er ist dein Papa. Er wird dich rausholen. Er wird dich hochholen. Er wird dir zur Seite stehen. Habe diesen Glauben und renne zum Papa. So, Gebet ist, zum Papa zu gehen. Und wenn wir das machen, wissen, denn Gebet wird Spaß sein. Wir werden daran Spaß haben zum Beten. Verstehst du mich? Manche Leute sehen Gebet wie eine Strafe. Oh, jetzt muss ich wieder beten. Oh, nein. Hast du keine Lust, Papa zu begegnen? Freust du dich nicht auf Papa? Verstehst du mich?
So sollt ihr beten. So, wenn ihr zum Gebet kommt, so eine Einstellung sollt ihr haben. Es ist eine Reise zu Papa. Es ist eine Begegnung mit Papa. Es ist eine Gemeinschaft mit Papa. Es ist wieder zu Hause bei Papa zu sein, in seinem Arm zu sein. Unser Vater im Himmel. Warum Himmel? Der Vater auf dieser Erde hat viele Fehler. Vergleiche nie Gott mit deinem Papa auf dieser Erde. Und ich bin viele Leute begegnet, die leider ihren Papa nicht kennen oder die falsche Papa-Erfahrung gesammelt haben. Darum schaue auf oben. Schaue Papa im Himmel, wie die Bibel ihn vorgestellt hat. Das ist dein Papa. Die irdische Papa, sie haben ihre Beste, sie haben ihre Fehler. Viele waren nett, viele waren unnett. Egal, was du erfahren hast, dein Papa im Himmel ist nicht wie dein irdischer Papa. Er ist Milliarden, 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 Milliarden Mal besser. Er liebt dich. Er liebt dich so weit, dass er für dich gestorben ist in Jesus Christus. So, unser Vater im Himmel. Er ist derselbe Papa, den Mose hat. Derselbe Papa, den Paulus hat. Alle den Helden in der Bibel, von dem wir lesen, von Jesaja, von Rebekka, von Abrahams Sarah, Abrahams Frau. Er ist derselbe Papa, den wir heute haben. Er hat den gut getan. Er wird mir oder mich, er wird uns gut tun. Halleluja. So, was lernen wir? Nummer eins, man gehört einen Ort zu beten. Nummer zwei, wenn man bleibt im Gebet. Was heißt im Gebet zu sein? Im Gebet heißt, wenn ich im Gebet bin, bin ich außer alles. Darum sage ich Leute immer, du kannst nicht beten und deinen Anruf betätigen. Du kannst nicht, du bist nicht im Gebet. Wenn du im Gebet bist, nichts soll dich stören. Darum schalte dein Telefon aus, wenn du beten willst. Bleib im Gebet. Du magst sein, ich will diese Stunde beten oder 15 Minuten beten oder 30 Minuten beten und du weißt, in diesen Minuten, es geht nur um Gott. Zwischen mir und Gott. Alle anderen Sachen sind ausgeschlossen. Das ist, was es bedeutet, im Gebet zu sein. Denn wir haben gelernt, wenn man betet, man spricht. Ich finde einen Ort, ich finde eine Zeit, ich zerstöre jede Ablenkung, was mich ablenken könnte und ich fange an, zu Gott zu sprechen. Und wenn ich spreche zu diesem Gott, der mein Papa ist, der nicht so wie der Papa auf dieser Erde ist, der für mich sein Leben gegeben hat, der im Himmel ist. Und was sage ich ihm? Verherrlicht, geheiligt werde dein Name. Ich bitte ihn an. Ich komme zu ihm, ich lobe ihn, ich erkenne seine Größe. Ich habe noch nicht angefangen zu fragen, gib mir Geld für Urlaub. Ich fange an, ihn zu erkennen, wie wunderbar er ist. Geheiligt werde dein Name, der Name Jesus, der hoch über alle anderen Namen ist. Und wenn dieser Name Jesus erschallt, jedes Knie beugt sich, jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist. Laut Psalm 20, der Name schützt uns. Wenn wir den Namen des Herrn rufen, werden wir geholfen werden. Geheiligt werde dein Name. Und wir loben ihn. Und ich werde dir sagen, singe ihn. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. Sing an hymn. Dein Name ist so wunderbar. Du bist gut, du bist herrlich, mein Jesus. Dein Name ist mein Frieden. Sing ihn. Verstehst du mich? Lass deine Stimme dich nicht stören. Komme zu ihm, betet ihn an. Freust du dich in ihm über seinen Namen. Erhebet ihn über alle anderen Götter. Preiset ihn. Lobet ihn. Danket ihm. Eigentlich, ihm zu danken, wird dir helfen zu loben. Ich will dir deinen Tipp geben. Wenn du zu Gott kommst, frage dich, wofür kann ich ihm danken? Weil mit Dankbarkeit kannst du anfangen, in den Anbetung zu kommen.
Weil wenn du anfängst, ihm zu danken, fängst du an, deine Seele weich zu machen für seinen Einfluss. Danket ihm, dass du kommen darfst. Danket ihm, dass du seinen Namen rufen darfst. Danket ihm, dass du noch lebst. Danket ihm für deine Leute, Papa und Mama, für die Stadt, für die Nation, für das du gegessen hast. Wenn du besondere Wunder hast, danket ihm dafür. Es gibt Millionen Gründe, wofür wir Gott danken können. Wir haben noch nicht angefangen, ihm nach etwas zu fragen. So, es heißt, wenn ihr betet, so sprecht. So, wenn ihr zum Gott kommst im Gebet und ihr wollt ihn ansprechen, ihr sollt ihn anbeten. Ihr sollt erkennen, dass er groß ist, dass er im Himmel ist, dass er vom Himmel her kommt, dass alles, was von ihm kommt, nicht aus dieser Erde ist, hat andere Qualität, hat andere Niveau. Und ihr betet ihn an und ihr singt ihn. Das kannst du nicht immer auf dein Fahrrad machen. Weißt du, du brauchst dafür einen Raum. Unser Vater, der du im Himmel bist, geheiligt werde dein Name. Und indem wir dich anbeten, ich will etwas sagen. Oh mein Gott, Gott hilf mir. Dann fängst du an, sein Herz zu erreichen. Wenn du sein Herz erreichst, wenn du Anblick an sein Herz bekommst, dann wird dich das interessieren, was ihn interessiert. Du wirst auf einmal vergessen, was dich interessiert. Du wirst anfangen, dich damit zu beschäftigen, was ihn interessiert. Dein Wille geschehe. Halleluja. So, du fängst an, für seine Wille zu beten. Du weißt, er liebt es, dass Menschen zum Glauben kommen. Du weißt, er liebt es, dass in seiner Gemeinde Leute im Glauben wachsen. Du weißt, er liebt es, dass die Kranken geheilt wird. Du weißt, so in dem Moment betest du gar nicht für dich, sondern du fängst an, deine allererste Anliege ist es, für die Dinge zu beten, was Gott interessiert. Das klingt wie Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alle anderen Dinge werden dir hinzugefügt werden. So, unser allererste Anliegen, das wichtigste Anliegen, das bedeutendste Anliegen unseres Herzens soll es sein, dafür zu beten, dass das geschieht, was Gott Spaß macht, was Gott interessiert, was das Reich Gottes verherrlicht, was Freude im Himmel bringt. Ich wollte es kurz machen. So, das ist unsere erste Anliege. Nun, hier mal richtig zu. Heißt es nun, Pastor Pascal, bevor ich kann nicht einfach spontan für etwas beten. Nein, du kannst. Ich rede von, wenn du deine Gebetszeit haben willst. Heute, ich habe gearbeitet und da habe ich mich komisch gefühlt, Kopfschmerzen. Ich habe sofort mich Hände aufgelegt und ich habe den Schmerzen befohlen, im Namen Jesus verschwinde. Ich habe nicht erstmal gesagt, Vater, ich liebe dich. Nein, in dem Moment, verstehst du mich? Es gibt, wo man sofort agieren kann. Darfst du agieren? Darfst du beten für etwas? Ich fahre Fahrrad und ist jemand mir aufgefallen. Einfach, ich habe an sie gedacht. Oh, ich fing an zu beten. Vater, ich segne sie. Weißt du, das ist andere. Du darfst gerne immer spontan reagieren, spontan agieren. Aber ich meine, wenn du eine Gebetszeit haben willst, und das sollst du immer haben, eine Zeit für Gott allein, sei es 30 Minuten, eine Stunde oder mehr, wo du dir Zeit nimmst, nur für Gott, dann kommst du zu ihm mit dieser Einstellung. So genau, wie Jesus uns hier beibringt. So. Wir haben gebetet, deine Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Und in dieser Gebetsanliege lernen wir auch etwas, dass Gott will, dass Dinge auf dieser Erde geschieht, genauso wie es im Himmel geschieht. Das heißt, unser Maßstab ist nicht, was wir sehen auf dieser Erde. Unser Maßstab ist, wie Gott uns das sagt.
Nun, du kannst das auch zu dir bringen. In meiner Ehe. Es soll auch geschehen, wie es im Himmel ist. In meinen Finanzen. Es soll auch geschehen, wie es im Himmel ist. So, indem du das betest, dein Wille geschehe. Indem du das betest, dann fängst du an, diese Wahrheit in dich sinken zu lassen. Dass nein, ich werde es nicht zulassen, auf dem irdischen Niveau zu bleiben, sondern ich werde das danach trachten, dass mein Leben soll so sein, genau wie Gott es will. In meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Beruf, was auch immer das sein mag. Meine Vorbilder sind nicht die irdischen Menschen. Mein Vorbild ist Gottes Plan für mein Leben. So, diese Einstellung hilft dir im Gebet. Hier kommt etwas, weil danach, nach dieser Einstellung des himmlischen Bildes, betest du in Vers 4, gib uns täglich unser nötiges Brot. Denn dein erstes Anliegen für dich, du kannst auch Dinge für dich fragen. Es muss nicht Brötchen sein, trockene Brot oder braune Brot oder Milchbrot oder Roggenbrot. Das hat die Bibel nicht hauptsächlich gemeint. Es ist, was du brauchst zu leben, was du nötig hast für deine Arbeitsstelle, für deine Finanzen, für deine Gesundheit. Aber die Bibel sagt, lass deinen Maßstab nicht so sein, wie es in der Welt ist. Egal, was du verlangst, was du brauchst, denke höher. Denn die Bibel sagt in Epheser 3, Vers 20, dass Gott kann mehr als das tun, was wir uns je vorstellen können. So, frage nach großen Dingen, frage nach exzellenten Dingen, frage nach gigantischen Dingen, frage nach Dingen, so wie du es dir vorgestellt hast, nach Gottes Plan. Nimm nicht ein Nein für eine Antwort. So, denn du fängst an, Dinge für dich zu fragen. Du kannst beten für alles. Du kannst, solange du das Ding brauchst, solange du das Ding benötigst, ein gutes Leben zu führen, du kannst zu Papa gehen und sagen, gib mir das. Etwas ist mir aufgefallen. Weil im Vers 4 kommt, vergib uns unsere Sünde. Normalerweise, ich würde denken, dass wir erstmal um Vergebung beten, bevor wir Gott nach etwas fragen. Ist das nicht, was wir jeden Sonntag machen? Erstmal um Vergebung beten, bevor wir Gott um etwas fragen. Man soll immer Vergebung empfangen. Man soll eigentlich nicht in der Sünde leben. Aber soll ich dir etwas sagen? Und bitte, du darfst mich nicht falsch verstehen. Gottes Liebe für dich ist größer als deine Sünde. Gottes Liebe für dich ist größer als deine Sünde. So, falls du deine Sünde noch nicht bekannt hast, aber du kommst zu ihm, er wird dich nicht rausschmeißen. Er wird deine Bitte hören. Aber es ist immer wichtig, wie David sagt, prüfe mich, o Herr, ob ich verborgene Sünde in mir habe. Wenn du in dir eine Sünde hast, ich kann von mir reden, wenn ich Sünde habe und ich bitte zu Gott, der Heilige Geist wird mich überführen. Er wird mich überführen. Er wird mich überführen. Und was mache ich? Ich tue Buße sofort. Was sonst soll ich machen? Und ich danke Gott, wenn ich Buße tue, laut 1. Johannes 1, 8 und 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, die Bibel sagt, dass Gott treu ist und gerecht, uns zu vergeben und von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. So, man darf auch zu Gott kommen. Manchmal sage ich, Herr, prüfe mich. Gibt es verborgene Sünde in mir? Prüfe mich. Und in dem Fall ich das bete, auch wenn in meinem Verständnis, wenn ich denke, ich habe nichts falsch gemacht, aber vielleicht habe ich irgendwas getan, ohne zu wissen, oder nicht getan, ohne zu wissen, der Heilige Geist bringt das hoch. Der sagt, oh, das stimmt, oh Vater, vergib mir und er vergibt dir. Es ist wichtig, dass du eine Zeit der Reinigung hast.
Darum komme ich zu Jesus, Vater, reinige mich mit dem Blut. Vater, prüfe mich, lass dein Blut in mich hineinfließen, mach mich rein. Gibt es, was ich Dinge getan habe, gesagt habe oder nicht getan habe? Ich komme zu dir heute, empfange mich, wie ich bin und mache aus mir, was du willst. Und Gott wird anfangen, an uns zu arbeiten. So, es ist nicht nur, vergib mir. Lass Gott dich reinigen, lass Gott dich heiligen. Die Bibel sagt, der Geist der Heiligkeit. Heiliger Geist, lass dein Feuer in mich hineinbrennen. Lass dein Feuer auf mich kommen und verzehre alle Dreck meines Lebens. Und lass mich glänzen wie Gold für das Reich Gottes. So, Gebet ist auch eine Zeit der Reinigung. Verstehst du mich? So, darum dauert es manchmal eine Stunde. Das ist keine 5-Minuten-Dinge-Sache. Sind wir noch zusammen? Halleluja. So, wir kommen zur Reinigung. Und indem wir diese Reinigung empfangen, wir lassen Gott wissen, dass wir auch vergeben. Und wenn es jemanden gibt, den du nicht vergeben kannst, es ist Zeit, zu Gott zu kommen. Hilf mir. Und was ich immer mache, ist, ich bekenne meine Liebe für diesejenigen. Ich habe in meinem Leben Erfahrungen gehabt, wo ich verletzt wurde. Oh, wenn du ein Pastor bist, du wirst nicht nur, Pastoren sind nicht nur die Leute verletzen. Ich weiß, ich habe viele Leute verletzt. Oh Gott, vergib mir. Aber auch manchmal. Aber ich werde sagen, oh, ich liebe sie oder ich liebe ihn und ich bekenne das und ich bekenne das. Manchmal dauert es ein paar Tage und irgendwann geht diese teuflische Verletzungsgefühl verschwindet und du merkst diese Freiheit für diesen Bruder und für diese Schwester. Das ist sehr wichtig. Es gibt eine Kraft, die Gott uns gibt, damit wir vergeben können. Es ist nicht einfach zu vergeben. Es ist nicht normal zu vergeben, wenn jemand in der Maßen total verletzt ist. Aber die Kraft Gottes ist fähig, uns von der Bindung der Unvergebenheit zu befreien und uns mit der Liebe Gottes zu überraschen, zu überschwemmen, damit wir vergeben. Und laut Römerbrief 5, ich bitte, Vater, ich weiß, ich habe Liebe für diesen Bruder, ich habe Liebe für diese Schwester, ich bekenne meine Liebe im Jesu Namen, ich liebe diese Schwester, ich liebe diesen Bruder und ich nenne den Namen und ich sage, ich liebe dich, ich liebe dich. Und verstehst du mich? Die Bibel sagt, wir leben in dieser Welt und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es gibt viele Dinge, die sich auf dich zwingen wollen und drängen wollen. Im Gebet befreien wir uns von all diesen Dingen und dann können wir wieder frei sein. Dann beten wir, führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir wissen, es kommt Probleme. Wir wissen das. Es kommt Probleme. Aber Gott, bitte, wenn Probleme kommen, ich empfange Kraft für bestehen. So, ich sage immer, Vater, ich empfange alle Kraft, die ich habe, den Wind des Lebens zu widerstehen. Ich empfange alle Kraft, die ich benötige. Ich empfange Gnade, den Sturm des Lebens zu widerstehen. Und dann fange ich an, in Zunge zu beten, fange ich an, Kraft empfangen, fange ich an, ihm zu loben. Wenn du alles hier machst, das ist, was du machen sollst, unter anderem, wenn du eine Gebetszeit haben willst. Und indem hier du sprichst, ich werde hier jetzt ja stoppen. Wir wollen nur gemeinsam Bibelstunde machen. Was hat Jesus uns beim Beten gelehrt? Wie hat Jesus uns das Beten beigebracht? Und nehme diese Punkte als Anleitung für dein Gebetsleben und fange an, das anzuwenden. Manchmal habe ich eine Zeit, in der ich nur Gott lobe. Einfach nur ohne Anliegen zu bringen. Einfach ihm preisen, einfach ihm loben, ihn verherrlichen. Mache ich manchmal. Und manchmal bin ich so unter Stress, unter Druck, wie auch immer, da gehe ich eine Stunde Gebet. Gott erhöre mein Gebet. Das geht auch. Aber ich will, dass dein Gebetsleben soll diese Punkte beinhalten. Die Anbetung Gottes, eine Einstellung des Himmels, lebendige Gemeinschaft mit Gott als dein Papa. Bringe deine Bitte zu Gott, egal was das sein mag. Für ihn ist kein Ding zu klein oder zu groß. Und lerne auch zu vergeben.
und empfange Vergebung für deine Sünde auch. Egal, was du getan hast. Danke, Jesus. Ich höre gerade jetzt, die Bibel sagt, in Römerbrief Kapitel 8, Vers 1, nun gibt es keine Verdammnis mehr für uns, die in Christus Jesus sind. Ich bin, jemand hört mich jetzt zu. Jemand, du hörst mich jetzt und du lebst in Verdammnis. Du hast etwas Schreckliches gemacht und es tut dir weh und du traust dich nicht mehr zu Gott zu gehen. Ich will dir heute sagen, er vergibt dir. Er ist kein Lügner. Darum ist er gestorben. Er hat Paulus vergeben, der ein Mörder war. Er hat Mose vergeben, der ein Mörder war. Er hat Rahab vergeben, der prostituiert war. Er hat mehrere Leute vergeben, sogar Ahab vergeben, der Kinder getötet hat. Wie viel mehr wir, die an Jesus Christus glauben. So, bitte lass den Last deiner Schmerzen oder deine Gewissen, lass diese Last dich nicht kaputt machen. Komme zu ihm und lass sein Blut deine Gewissen reinigen. Er wird dir vergeben und er wird dazu zurück zu ihm kommen. Er wird dir vergeben. Eigentlich, er hat dir vergeben. Du sollst nur kommen, um diese Vergebung zu empfangen, indem du ihm sagst, was du getan hast, dass es dir leid tut, und empfange die Vergebung und empfange Kraft, dich standhaft zu machen im Glauben. Und du wirst sehen, dass du andere Leute ermutigen wirst. Ich will für euch beten, ich will für dich beten, dass unser Gebetsleben wieder lebendig macht. Wenn Satan dein Gebetsleben kaputt macht, hat Satan dich. Darum haben Gemeinden heute keine Lust mehr zum Beten. Veranstaltet mal Lobpreisabend, Saal wird voll sein. Veranstaltet aber Gebetsabend, Saal wird leer sein. Warum? Leute beten kaum. Aber ich danke Gott, dass er uns zurück auf seinen Berg ruft. Ein Ort des Gebets, ein Ort der Gemeinschaft, ein Ort der Kraft, ein Ort der Begegnung, ein Ort des Sieges, ein Ort des Lebens, der Ort des Gebets. Jabez betete zu Gott und Gott verändert sein Schicksal. Abraham betete zu Gott und Gott gab ihm, was er wollte. Hannah betete zu Gott und Gott gab ihr den größten Prophet ihrer Zeit. Bete zu Gott. Verbringe diese Zeit mit Gott. Es soll eine Zeit der Gemeinschaft sein und eine Zeit der Begegnung sein. Ich bete für dich, dass Gott den schlummernden Geist, den schläfrischen Geist, den schwachen Geist von dir wegnimmt. Und dass Gott dir den Geist der Gnade und Fürbitte gibt, damit du ein Mann und eine Frau wirst, die Zeit im Gebet verbringst. Gott segne dich mächtig und bitte, vergesse nicht, weiterhin für uns zu beten. Bitte, dass Gott mich stärkt, dass Gott uns in dieser Arbeit in Leipzig stärkt, dass Gott uns ermutigt, dass Gott uns die Augen öffnet, zu wissen, woran es geht. Und ich will etwas sagen, bevor ich fertig Schluss mache. Wenn dieses Wort dich gesegnet hat, bitte teile es an Leute. Es ist unfair, wenn du es allein genießt. Lass Leute das von hören. Und du, wenn du noch nicht abonniert hast, abonniere damit, wann auch immer wir etwas hochladen, du wirst es bekommen. Und ich sage nur auch, nicht nur abonnieren, auch diese Glocken, damit du Signal bekommst, wenn das hochgeladen wird. Halleluja. In den nächsten Wochen, ich werde etwas Neues sagen, was wir beginnen werden mit unserem Videodienst. Und ich freue mich, das anzukündigen, was Neues kommt im Jesu Namen. Ich danke Gott für euch und ich will diesmal große Danke an euch sagen, die uns auch finanziell unterstützen. Wir danken Gott für euch und ich sage, keiner, der hier gibt, wird mit leeren Händen nach Hause gehen. Du wirst nie leer bleiben. Vater, ich danke dir für meine Geschwister, die mit mir im Dienst sind. Ich danke dir für diesen Bruder und für diese Schwester, die heute gehört haben. Lass deine Hand immerhin auf ihnen bleiben, in allem, was wir tun. Vater, wir danken dir. Im Namen Jesus. Amen.